Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wollte ich mal kurz die Funktion zeigen, wie ich bei Cura Objekte an die Druckfläche ausrichte. Also welche Fläche jetzt im Prinzip den Kontakt zu dem Druckbett haben soll. Da gibt es eine Funktion, aber die ist auch, wenn man es nicht weiß, nicht ganz so intuitiv. Schauen wir uns das Ganze mal an. Ich lade jetzt einfach mal ein Testobjekt rein. Hier haben wir das jetzt. Und je nachdem, wie ich das drehe, jetzt hier mit dem Drehtool, ich müsste immer eine Stützstruktur drucken. Ich kann es so machen, ich kann es so drehen, habe ich eine Stützstruktur oder seitlich. Also denke ich mir ganz einfach mal, ja, man könnte das doch jetzt einfach mal auf dieser Fläche ausrichten, dann müsste er die Überhänge doch eigentlich drucken können. Aber wie wir schon sehen, ist das nicht so einfach. Jetzt kann ich natürlich diese Snap-Drehung ausschalten und das dann von Hand versuchen auszurichten. Aber das klappt, wie man hier sieht, nicht hundertprozentig. Je nachdem, wie ich das bewege, ist es mal mehr, mal weniger. Das ist natürlich schwierig, so auszurichten. Und da gibt es eine wunderbare Funktion. Und zwar ist das diese hier. Select Face. Also im Prinzip, ich soll diese Fläche jetzt auswählen, die Druckplatte jetzt kontaktieren soll. Das wähle ich jetzt einfach mal aus und dann sage ich ihm jetzt einfach mal, diese Fläche. Klickt die an mit der linken Maustaste und jetzt nimmt er diese Fläche. Oder hier diese Fläche. Oder diese Fläche. Oder in diesem Fall jetzt diese Fläche. So, jetzt machen wir nochmal einen Rechtsklick. Jetzt haben wir ausgewähltes Modell zentrieren. Jetzt haben wir es auch wieder genau in der Mitte der Druckfläche. Aber wie man sieht, jetzt habe ich wunderbar die Fläche der Schräge jetzt als Kontaktfläche. Und ich könnte es rein theoretisch jetzt so eigentlich drucken, ohne irgendwelche Stützstrukturen. Also das war jetzt diese Funktion. Ich kann also ganz einfach mein Objekt ausrichten, indem ich einfach nur die Kontaktfläche zu dem Druckbett mit meiner linken Maustaste anklicke und schon funktioniert das tadellos. Eine wirklich sehr hilfreiche Funktion, wenn man genau weiß, wie es geht. Und dann nochmal zentrieren, das haben wir es in der Mitte. Dann schauen wir uns jetzt mal die zweite Option von diesem Tool an. Gehen wir auch wieder näher ran. Ich sage jetzt auch wieder, ich möchte mein Objekt drehen. Das kann ich ja hier wieder auswählen. Und jetzt kann ich halt, machen die Snap-Drehung jetzt auch mal aus, mich so nah wie möglich an dieser Kontaktfläche hier rantasten, die ich benutzen möchte. Und klicke dann einfach hier drauf und sage einfach flach, also das heißt jetzt in dem Fall flach. Und er kontaktiert dann die Fläche, die halt jetzt die größte Nähe zu dem Druckbett hatte. Das können wir jetzt nochmal probieren, nämlich jetzt mal diese Fläche hier. Wie man sieht, ist sie jetzt auch nicht. Ich mache es mal ein bisschen offensichtlicher, auch ein bisschen schräg. Jetzt drücke ich hier wieder auf flach und schon nimmt er jetzt diese Fläche. Das probieren wir jetzt auch nochmal hier mit dieser Fläche, damit man das nochmal sieht. Und jetzt habe ich auch diese Fläche hier genommen, diese kleine. Auch hier sage ich jetzt wieder flach und er nimmt diese Fläche dann als Kontaktfläche. Das kann vielleicht für das ein oder andere Szenario jetzt hilfreicher sein als diese andere Option. Wir haben einmal diese Option, wo ich das mit dem per Klick auswählen kann, und einmal diese hier, wo ich das manuell nehmen kann und ihr dann halt die nächstliegende Fläche nehme zu dem Druckbett. Und dann gibt es hier noch einen kleinen Bug, den ich mal eben erwähnen wollte. Wenn wir jetzt hier in dieser Funktion waren, dann kann ich ja hier, schauen wir nochmal, klicken wir es nochmal an, die Druckfläche auswählen, besser gesagt die Kontaktfläche zum Druckbett. Wenn ich jetzt wieder zurückgehen möchte, dann geht das nicht. Ich habe jetzt immer noch das Anklicken, ich klicke wieder hier drauf und ich kann es immer noch nicht drehen, bewegen. Machen wir nochmal zentrieren. Ich habe immer noch die Funktion hier aktiviert. Auch wenn ich jetzt hier ein paar Mal drauf drücke, es funktioniert einfach nicht. Ich muss also tatsächlich einmal rausgehen und dann wieder hier reingehen in die Funktion. Und jetzt kann ich es halt wieder so einstellen, wie ich möchte. Das ist also jetzt so ein kleiner Bug noch von dieser Funktion. Das wollte ich nur mal kurz erwähnen, bevor ihr euch jetzt wieder irgendwo tot sucht, weil irgendwas nicht funktioniert. Wenn man es weiß, ist halt kein Problem, aber naja, man kann nicht alles haben.
Das war jetzt heute mal ein kleines, kurzes Video, aber ich hoffe trotzdem, dass es hilfreich war. Ansonsten sage ich ganz einfach mal, macht's gut, bis zu meinem nächsten Video. Ciao.